Hallo, mein Name ist Philipp Schuster. Wir befinden uns hier gerade in der Ramsau beim Dachstein und wie man hier im Hintergrund sehen kann, befindet sich hier eine Miniramp auf einem Floß schwimmend in einem Speichersee. Und ja, heute geht der Captain Quest Contest los und ich bin schon sehr gespannt, was auf uns zukommt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich privat hier in den Bergen wesentlich lieber bin. Also als Skateboarder bin ich ja doch an die urbane Umgebung gebunden und bin da eigentlich ständig unterwegs. Und für mich ist es halt schon eine schöne Abwechslung, mal zwischen den Bergen zu sein. Das ist Panorama am See, einfach die angenehme und frische Luft. Momentan hat es ja in Wien, keine Ahnung, 38 Grad, da ist es kaum auszuhalten. Das heißt wirklich, jetzt in der jetzigen Situation bin ich sehr viel lieber hier zwischen den Bergen. Na, tatsächlich habe ich früher, also so 5, 6 Jahren, einige Angebote bekommen, in die USA zu gehen, um halt dort mein Skaten weiterzubringen, meine Karriere voranzubringen. Aber ich bin halt an sich jemand, der halt wirklich sehr stark an seine Wurzeln glaubt und halt wirklich eigentlich halt da, also sich da wohlfühlt, wo er herkommt. Das heißt also halt dann nach ein paar Versuchen für mich nicht wirklich eine Option, wirklich dauerhaft in die Staaten zu gehen. Eine gesunde Skate-Szene lebt mehr als von einer Person oder einem Einzelplayer. Da gehört einfach eine ganze Szene dazu. Und ich würde nicht sagen, dass halt eine einzige Person ausschlaggebend für die Qualität einer Szene ist. Da gehört halt einfach immer so eine, zu dieser Gemeinschaftsgedanke dazu. Ja gut, der Köller ist ein Do-it-yourself-Bowl in Wien bei meinem Freund Johannes Wahl im Keller eben drinnen. Da habe ich vor 3 Jahren gemeinsam mit ein paar Freunden haben wir da in ziemlich mühsamer Handarbeit einen Bowl hineinbetoniert, was halt jetzt unser Winterrefugium während der kalten Jahreszeit ist. Und ja, diese ganze Arbeit an diesem Bowl hat mich halt doch schon sehr geprägt. Und unter anderem habe ich halt auch eine ziemlich umfangreiche Fotoreportage über diesen Entstehungsprozess gemacht, wo es eben auch eine Ausstellung gegeben hat und so weiter. Das heißt, es hat eigentlich ziemlich viel meiner Arbeit der letzten Jahre hat eigentlich mit diesem Projekt zu tun gehabt. Das heißt, es ist halt schon ein ziemlich wichtiger Teil so der letzten 3 Jahre gewesen für mich. Naja, also das DIY-Spot bauen ist für mich immer ein passioniertes Hobby gewesen und das wird es halt auch immer bleiben. Also Freunde von mir haben sich halt damit schon weitgehend professionalisiert, aber für mich ist das halt immer noch so eine Sache, die ich gerne nebenher und hobbymäßig mache. Also es wird auf jeden Fall Skateboarding und die Fotografie bleiben in naher und ferner Zukunft. Hoffentlich jedenfalls, wenn ich verletzungsfrei weiterkomme. Alles klar. We'll be right back.